oft genannt. Im Zusammenhang mit ihm ist er auf jeden Fall angemessen. Hat in seiner Meisterschaften World Cup, Olympiasieger 1992 in Barcelona, zweiter Platz 2000 in Sydney, 2004 sensationell nochmal ins Halbfinale vorgestoßen, Janowa mal auf dem Treppchen gestanden. Sicherlich am erwähnt. Verfügt seinem unerreichten Ballgefühl. Besonders mit der Rückhand führt. Im Gegensatz zu allen Spielern. Der von der Bewegung her schwer einzuschätzen ist. Die Bewegung sieht eigentlich immer mehr oder weniger gleich aus. Schnitt kann jedoch kurz im Handgelenkeinsatz. Verkürzt hier auf 5:6. Hinten am Tisch gewartet hat. Das ist sicherlich das Rezept gegen Janowa. Ich allerdings zu spät um für den zweiten Vorhandtopspin. João Montero. Mit dabei fehlt Waldner. Das letzte Quäntchen Schnelligkeit. Zwischendurch Blitz. Aber Montero hier. Dann schön. Sicherlich erarbeiten. João Montero. Weil er auch gerne Show-Einlagen bietet. Schlag hier, angezeigt von Waldner selbst. Spiele zu gewinnen. Punkte für ihn. Aber Montero gleicht aus. Setzt diesen auch hier falsch ein. Hat Glück beim eigenen. So schnell kann es gehen. 11:11. Vom Schiedsrichter nicht gesehen. João Montero bestätigt allerdings, der Ball hat den Tisch berührt. Punkt für Waldner. Und
Satzball für den Portugiesen eher. Wieder Netzaufschlag. Montero holt sich mit 13 zu 11 den zweiten Satz. Waldner eröffnet diesen dritten Satz mit eigenem Aufschlag. Sich rechtzeitig hinzustellen. Mit sich selbst. Und mit dem aus Fulda. Hier wird gewartet, bis sein Handy ausgestellt wird. Zwei direkte Aufschlagpunkte für João Montero. Jens aber scheint mit dem Spiel bereits abgeschlossen zu haben. Ja. Nicht aus der Hand nehmen. Waldner hat zu einem Schauschlag angesetzt. Vier Punkte geschrumpft. Zuzumachen. Den ersten nutzt er, gewinnt 11 zu 5. Super.